Was geht, Leute? Hier ist wieder Algi von der Doppelsprosse und ich bereite heute das Thema freie Radikale und oxidativer Stress. Ja? Genau, warum sind eigentlich so viele Menschen eigentlich jeden Tag schlecht gelaunt? Warum sind sie andauernd sauer? Warum sind sie immer jeden Tag negativ geladen? Ja, das hängt alles davon ab, dass die Elektronen einfach keine Verbindung zum einen anderen negativen Elektron binden können. Also positive und negative können sich nicht gemeinsam binden. Das heißt, es schwirrt ein freies Radikal rum, das sich nicht mit einem anderen Elektron verbinden kann. Ja. Darum, wenn du eigentlich ein positiver geladener Mensch bist, ausgeglichener Mensch, hast du nie freie Radikale, ja, weil die Elektronen sich immer bilden. Ja. Gut, es kann auch immer sein, natürlich, dass sich ein paar bilden, wenn du übermäßigen Sport betreibst, ja, oder übermäßigen Stress, oder übermäßig isst, oder übermäßig arbeitest an deinen Projekten, dann können sich auch freie Radikale bilden. Ja. Deswegen, man muss immer das Gleichgewicht halten bei den freien Radikalen. Ja. Man muss die Mitte finden. Ein Übermaß und ein Untermaß führt immer zu freien Radikalen. Ja. Deswegen ist die Balance dann nicht mehr so gut gegeben. Und das freie Radikal kann sich mehr durchsetzen und die Antioxidantien im Molekül können sich dann nicht mehr so gut durchsetzen. Ja. Dann ist es ein Ungleichgewicht, das freie Radikal hat mehr Power und das Antioxidant nicht mehr so viel. Ja. Darum ist es wichtig, die Antioxidantien über Sauerstoff aufzunehmen, selber durch Waldluft, ja, sehr, sehr wichtig, oder durch gegebene Maßnahmen von, sag ich mal, Kulturen, Milchsäurebakterien sind sehr wichtig, ja, damit man den Wert steigert an Antioxidantien, ja, damit die Darmflora auch noch besser arbeitet. Dann natürlich viele Antioxidantien, Lebensmittel wie Früchte, Blaubeeren, Beeren, Karotten, ja, Mango, eigentlich alle Früchte haben eigentlich Antioxidantien, ja, in geringem Maße, ja. Beeren natürlich die meiste, höchste Volatilität, ja. Aber auch der ORAC Value spielt eine richtige important Rolle, ja. Weil der ORAC Value ist ja sozusagen, er schützt dich eher auch vor Radikalen, ja. Und umso höher du Lebensmittel mit höherem ORAC Value nimmst, zum Beispiel Nelken haben sehr einen hohen Wert, Zimt, solche Produkte, ja, solche Gewürzprodukte haben sehr, sehr hohe Werte. Ja. Davon nimmst du halt nicht viel, aber sie haben einen extremsten hohen Wert. Ja. Manchmal 300.000 ORAC Value ist extrem. Ja. Und das kannst du halt dagegen steuern, dann gegen die freien Radikale. Ja. Hilft auch bei Krebszellen, ja, generell. Ja. Und wenn du in der Regel mehr alkalische Nährstoffe zu dir nimmst, ja, dann brauchst du eigentlich auch gar keine mehr, sage ich mal, ja, Nahrungsergänzungs zu nehmen. Wenn du mehr alkalische, basische Lebensmittel zu dir nimmst, brauchst du auch gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Und wichtig ist, dass du dich auch mal einfach abschottest von deinem ganzen Stress, von der Umweltverschmutzung, von der ganzen Strahlung, die hier immer herumschwirrt. Ja. Das sind alles Mechanismen, die auf deinen Kopf gehen, auf deinen ganzen Körper, ja, und auf deine Zellen. Ja. Und die Zelle will sich halt schützen, ja, mit den Antioxidantien. Ja. Aber wenn sie nicht mehr den Schutz gewähren kann, setzt sich das freie Radikal durch. Und dann weiß nicht, wie man am besten dagegen steuert. Ja. Deswegen ist es so wichtig, freie Radikale sollten immer mit Antioxidantien durch Nahrungsmittel beseitigt werden oder durch viel Entspannung, ja, nicht zu viel auch, aber dass man halt den Maß davon hat, ja, alles in Maßen ist immer das Wichtigste. Wenn du die Balance hast, hast du nie eigentlich ein Problem mit freien Radikalen, mit oxidativem Stress, ja. Darum ist es auch so wichtig. Und was auch, sag ich mal, die Feinde sind für unsere Gesundheit bei freien Radikalen, sind zum Beispiel wir selbst. Wir machen uns zu viel Druck immer, Eigendruck, ja. Das ist halt manchmal zu viel positiv oder zu viel negativ haben wir immer im Kopf, ja. Und dann machen wir uns selbst Eigendruck immer, ja. Das soll vermieden werden. Dann
wir lieben zu sehr unsere Mitmenschen, ja. Wir schauen zu viel vielleicht auf YouTube oder wir schauen zu viel auf andere Leute, auf Bekannte, ja. Mach dir keinen Druck von der Person, ja. Du lebst dein Leben, ich sag dir nur Tipps, ja. Du musst dich auch nicht von mir herleiten, ja. Ich sag dir nur Tipps, ja. Das ist deine Sache, was du damit machst, ja. Deswegen mach dir auch keinen Stress mit mir oder mit anderen Leuten, ja. Wenn du mit anderen Menschen, sag ich mal, gesellig deine Runden verbringst, ja. Sei du selbst, das ist das Wichtigste. Dann natürlich Bakterien, Viren, Parasiten, schlimmster Faktor, ja. Dann natürlich, ja, wisst ihr, Hunger. Durch was ist ein Stillzimmer? Natürlich durch Stress, ja. Deswegen, Hunger ist das Schlimmste. Wenn du Hunger hast und noch was verlangst, dann schalt ab einfach. Entspann, ja. Weil Stress verursacht immer Hunger. Entspannung verursacht keinen Hunger. Ist so. Deswegen, lass es sein, dann kriegst du auch keine freien Radikale dadurch, ja. Dann, sehr, sehr wichtig, du musst einen, sag ich mal, Ausgleich finden, einen perfekten Ausgleich, ja, mit den radikalen Antioxidantien. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Wichtig ist dabei, dass man immer die Balance findet, ja. Weil wenn du nicht die Balance findest, zerstörst du eigentlich sozusagen deine ganzen Membranen im Organismus, deine ganzen Zellen schädigst du, ja, und der oxidative Stress setzt sich noch mehr durch, ja. Und du wunderst dich, warum fühle ich mich so schlapp, warum kriege ich Herzprobleme, warum kriege ich Nervenprobleme, warum kriege ich Krebs, warum kriege ich eine Muskelschwäche, Immunsystem geht down, ja. Oder warum werden meine Haare grauer, vorzeitiges Alterungsprozesse, ja. Das sind alles Faktoren, ja. Alles Symptome, wenn du dich schlapp oder so irgendwie fühlst, sind alles Symptome, dass deine Symbiose im Körper nicht übereinstimmt, ja, mit den freien Radikalen und auch mit den Elektronen, mit den positiven geladen und negativen geladen, ja. Wenn du mehr positiv geladen bist, klar, ist es besser, ja. Einen geringen Anteil an negativen brauchst du auch, ja. Ist ja, damit die Balance natürlich stetig beibehalten wird, ja. Aber ich sag, besser ist es immer überbasisch positiv geladen zu sein, als wie untersäuerlich negativ geladen zu sein. Ja. Das ist halt wichtig. Ja. Und ich will ja nur vermitteln, dass wirklich freie Radikale dich, sag ich mal, wirklich, ja, schädigen können. Ja. Wenn du nicht die richtigen Nährstoffe zu dir nimmst, ja, ständig immer im Gebäude bist drin, nicht draußen, auftanken kannst, neue Energie von draußen her, sag ich mal, die sind positive geladene Energie. Ja. Wenn du ständig nur drinnen in Gebäuden bist, tankst du nur negative geladene Energie. Ja. Und wenn du dann von deinen Mitmenschen noch negative Energie geladene, sag ich mal, aufladest, dann wirst du noch negativer. Ja. Und dann fällst du ins Negativ tief. Ja. Und dann wird deine Stimmung noch deprimierender. Ja. Und darum sollst du einfach mal mehr abschalten, mehr Entspannung machen und dann bist du auch positiv geladen sein. Und das ist wichtig, ja. Genau, das war jetzt mein Video zu freien Radikale und oxidativer Stress und natürlich wichtig, die drei wichtigsten Tipps: Entspannung, Ernährung und Bewegung. Das sind halt die wichtigsten Faktoren, damit du freie Radikale eigentlich vermeidest und oxidativen Stress. Vermeiden kannst du eh nicht ganz, ja, aber dass man es lindert, ja, dass es sich nicht in Übermaßen aus. Ja. Genau, das war jetzt mein Thema zum oxidativen Stress und Allergie. Bye, bye.